Hör auf, dich selbst zu sabotieren und kümmere dich endlich darum, dass dein Leben funktioniert, okay? Hi, was geht ab? Hier ist wieder Tim, dein Coach auf YouTube. Heute soll es darum gehen, welche eine Sache, die viele Leute machen, dir dein Leben auf Dauer ruinieren wird. Nicht sofort, nicht in diesem Moment, aber auf Dauer, wenn du diese eine Verhaltensweise permanent machst. Viel Spaß. Die eine Sache, die dafür sorgt, dass dein Leben auf Dauer, ja, nach einiger Zeit schlimmer wird, schlechter wird, unzufriedener wird, du unglücklich wirst, ist, wenn du nach deinen Emotionen und nach deinen Gedanken, nach deinem Kopf handelst, ja? Wenn du nicht nach deinem ersten Instinkt handelst. Ich will dir ein Beispiel geben. Sagen wir, du bist auf der Straße unterwegs und du siehst eine Frau, die dir wirklich gut gefällt. Und statt hinzugehen, weil sie gefällt dir richtig gut, das hast du bereits gesehen, statt hinzugehen, diesem Impuls zu folgen und sie anzusprechen, hörst du auf deinen Kopf, auf deine Emotionen, die dir sagen, ah, nein, mach's lieber nicht, ja, vielleicht kommt da was Schlechtes bei raus, ah, vielleicht fühlst du dich schlecht danach, die anderen Leute könnten dabei zuhören. Statt, dass du auf deinen Impuls hörst, hörst du da auf deine Gedanken und deine Emotionen und lässt es halt bleiben. Und wenn du diese Verhaltensweise, ja, dieses auf deinen Kopf, auf deine Emotionen, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann versaust du dir damit dein Leben. Ohne Scheiß. Gewöhne es dir an, deinen Impulsen zu folgen. Gewöhne es dir an, morgens aufzustehen, deinem ersten Impuls zu folgen, nämlich aufzustehen, nicht nochmal schlafen zu gehen, dann dich vielleicht an dein Studium zu setzen, da was zu machen, dann gehst du vielleicht raus, gehst einkaufen, siehst eine hübsche Frau, sprichst sie einfach an, immer dem ersten Impuls folgen und du wirst merken, du musst das in größeren Rahmen sehen, ja? Du wirst merken, dass wenn du das Tag für Tag machst, Woche für Woche machst, Monat für Monat machst, Jahr für Jahr machst, wirst du am Ende einfach ein viel zufriedener und glücklicherer Mensch sein, weil du handeln kannst. Du sabotierst dich nicht mehr selbst, du handelst einfach nur. Das ist der Punkt, ja? Und es ist einfach möglich, indem du anfängst, diese Verhaltensweise auf Dauer anzuwenden. Impulsen folgen. Den Impulsen folgen und nicht den Emotionen oder den Gedanken folgen. Beispiel aus meiner persönlichen Historie jetzt. Ich bin aufgestanden und mein Impuls war, dreh jetzt ein Video für deinen eigenen Channel. Und ich dachte mir, nein, ich will kein Video drehen, ich will nicht. Ich habe es ignoriert, habe diesen Impuls genutzt, bin rausgegangen, bin auf Frau entgegengekommen, habe direkt die Frau angesprochen, es ist nichts draus geworden. Sie war nicht mein Typ, aber ich bin diesem Impuls gefolgt und weiß, dass heute mein Tag dadurch kreativer, schöner, zufriedener und vor allem auch glücklich am Ende des Tages sein wird. Ich werde heute Abend ins Bett gehen und glücklicher einschlafen können. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist momentan unglücklich, unerfüllt, dann achte mal drauf, wie du dieses Muster benutzt. Bist du eher jemand, der oft auf seinen Kopf und seine Gedanken, seine Gefühle hört und dann Sachen nicht macht? Oder bist du jemand, der einfach handelt, diese Chance nutzt, hingeht, einfach macht und dann feststellt, oh, okay, wenn ich einfach mache, dann habe ich tatsächlich Spaß an der Sache und habe ich tatsächlich Bock drauf, so wie ich, der hier gerade steht, mit der Kamera dieses Video macht und sich denkt, hey, eigentlich hast du Spaß daran, diese Videos zu machen. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, warum ich vorhin im Haus dachte, nein, du gehst jetzt nicht raus. Es ist easy, ich stehe hier, kann mich ausdrücken, kann reden und es ist eine super Sache. Du wirst also auch feststellen, wenn du diese Verhaltensweise machst, dass du Spaß an der Sache hast, die du eigentlich nicht machen wolltest. Deswegen, wenn du dein Leben auf Dauer glücklicher gestalten willst, wenn du dich nicht selbst sabotieren willst, wenn du dir selbst in den Arsch drehen willst, dann fang an, auf deine Intuition zu hören und handle einfach. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir in die Kommentare, was du für ein Typ Mensch bist. Bist du jemand, der handelt oder bist du jemand, der eher auf seine Emotionen und seine Gedanken hört? Was bist du für eine Art Mensch? Und hast du vor, das zu ändern? Oder macht es in deinem Leben keinen großen Unterschied? Macht es dich vielleicht nicht unglücklich? Schreib es mir in die Kommentare und teile auf jeden Fall das Video, dass auch andere Leute von dem Wissen profitieren. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.